Ich locke die Schlangen heraus. Seid bereit. Hände weg, Bastard! Das ist einer der Adligen, die sucht. Großkönig Emmerich ist niemandes Gefangener! Ganz ruhig, Freund. Geht und sucht Prinz Ernskar. Wenn das Blut in Wallung kommt, nicht wahr? Der Orden der Emporstrebenden wird sein Versprechen nicht halten können, wenn er tot ist, Netzschmaul. Kann ich davon ausgehen, dass dies eine Rettung ist? Ich bin Prinz Ernskar. Erbe des Throns von Windhelm und Himmelsrand. Da ihr keiner dieser Bastarde von den Grünschlangen zu sein scheint, kann ich davon ausgehen, dass ihr freundlich gesinnt seid, ja? Dann sind alle drei Allianzdelegierten noch am Leben? Gut. Sobald ich an Land kam, lauerten mir die Schlangen auf. Ich habe es den Bastarden heimgezahlt. Doch selbst der Sohn von Jorun, dem Skaldenkönig, kann nicht allein gegen eine ganze Gefängnisbande bestehen. Es waren einfach zu viele von ihnen. Zungir, Axt des Skaldenkönigs. Es fühlt sich gut an, euch mächtige Klinge wieder in den Händen zu halten. Doch wir können noch nicht gehen. Die Schlangen sagten etwas über den Orden der Emporstrebenden, der hinter allem steckt. Ihre Anführer, Fürst und Magus, sind hier. Und das werden wir auch tun. Nachdem wir uns um die Anführer des Ordens der Emporstrebenden gekümmert haben. Emmerich würde dem zustimmen. Und Eiren auch. Kommt, mein Freund. Wir können diese Verräter mit nur einem Streich erledigen. Da Zungir wieder in meiner Hand ist, fühle ich mich schon besser. Lasst uns diesen emporstrebenden Fürsten und seinen Magus finden. Ich will ihnen zeigen, was es heißt, einen Nordkrieger anzugreifen. Die Frage musste ja irgendwann jemand stellen. Offiziell will Jorun, dass ich mich meiner Verantwortung stelle. Der Pakt ist eine ausgedehnte Allianz, die von allen Seiten bedroht wird. Der Skaldenkönig hat viele Pflichten. Auf diese Weise erlaubt er mir endlich, einen Teil seiner Last zu schultern. Weniger offiziell? Der alte Bock hat jemanden, der ihm nachts das Bett wärmt und will daher nicht zu weit weg vom heimischen Herd. Sie ist eine wunderbare Frau aus Riften. Brunhilde. Mein Vater war noch nie glücklicher.
Er war allzu begierig, mich an seiner Stelle zu entsenden, um den Pakt zu vertreten. Hoffnung ist etwas für Dichter wie meinen Vater. Ich bin ein Krieger. Man scheut nicht die Schlacht beim ersten Anzeichen von Gefahr. Selbst wenn diese Gespräche zu nichts führen, werden Emmerich, Iron und ich entscheiden, wann wir das Schlachtfeld verlassen. Ihr seid also interessiert am Prinzen von Windhelm, was? Was wollt ihr wissen? Ich habe nichts zu verbergen. Ihr kennt die Geschichte nicht? Wie unsere drei ungleichen Völker gemeinsam die akavirischen Invasoren abwerten? Ich war nicht immer der Meinung, doch ich glaube, dass Nord, Dunkelelfen und Argonia gemeinsam wirklich stärker sind. Das erfuhr ich aus erster Hand. Eine persönliche Frage. Meine Beziehung mit dem Skaldenkönig ist kompliziert. Er liebt es, sein Wissen weiterzugeben und seine Geschichten zu erzählen. Doch er ist immer noch enttäuscht, dass ich nicht singen kann und ihm so die Vater-Sohn-Duette verwehre, von denen er immer geträumt hat. Meine Rolle? Ich war mein ganzes Leben lang ein Prinz. Meine Jugend war nicht viel anders als eure, denke ich. Ich habe gejagt und gekämpft. Ich wurde unterrichtet. Ich habe in eiskalten Wasserfällen gebadet, die von den hohen Gipfeln herabstürzten, und auch Spaß mit Wölfen gerungen. Das Übliche. Es fühlt sich gut an, wieder bewaffnet zu sein. Ich habe... Hören wir hin. Bis Tagesende haben wir die vermissten Königlichen, mein Fürst. Kümmert euch darum. Margus, ruf den Orden. Wir treffen uns am Morgen auf Hochinsel. Genug. Gehen wir darunter. Mein Lehnsherr. Wir müssen gehen. Das ist ein guter Ort, um euer Signal zu geben. Bei Shores Knochen! Das Licht wird man bis nach Windhelm sehen. Gehen wir zum Anleger. Sie auf! Meereselfenrituale sind heikel, doch ich werde den Sturm besänftigen.
Krillenschlangen! Greif! Unterschätzt uns nicht! Lasst sie die Königin stören! Kommt zu euch! Kommt schon! Meinem Ruf und lasst eure Wut verfliegen. Es klappt! Ich fasse es nicht. Sie hat es wirklich geschafft. Aufs Schiff. Schnell. Freund, gib Bescheid, unser Ski bringt uns im Nu zurück zum allraunen Herrenhaus. Der emporstrebende Magus und sein Fürst sind Feiglinge. Keiner der beiden wollte sich stellen und kämpfen. Sie nennen sich Ritter? Wohl kaum. Wenigstens haben wir ihre Pläne gehört. Ein Treffen auf Hochinsel, so sagte es der emporstrebende Fürst. Natürlich. Doch ihr müsst ihr erzählen, was ich während meiner Gefangenschaft erfahren habe. Der Orden der Emporstrebenden steckt hinter allem. Und er wird angeführt vom emporstrebenden Fürst und dessen Magus. Wirklich? Nun, ihr wusstet aber nicht, dass sie ein großes Treffen anberaumt hatten, bis der emporstrebende Fürst es erwähnte. Das wäre also eine neue Information. Und wusstet ihr, dass der Fürst vorhatte, uns zu ermorden, sobald die Grünschlangen uns an ihn übergeben hätten? So sicher, wie wir es lebend auf dieses Schiff geschafft haben. Sie wollten eine Schau veranstalten. Das hörte ich an ihrem Tonfall. Dieser Magus, dieser Fürst, sie gieren nach Macht. Und der Tod der drei Allianzanführer wäre ein guter Anfang, um dieses Verlangen zu stillen. Eine wagemutige Rettung. Eine saubere Flucht. Gut gemacht, mein Freund. Ich kann kaum erwarten, Königin Maraya davon zu erzählen. Ich hatte zu tun, falls es das ist, was ihr wissen wollt. Wir hielten den Großteil der Streitkräfte der Schlangen in der Feste beschäftigt. Kaska war eine echte Vorkämpferin.
Für jeden von diesen Raufbolden, den Eirin oder ich erwischten, erledigte sie gleich drei. Trotz all der großen Versprechungen hat der Orden der Emporstrebenden kein Interesse daran, den Krieg in Cyrodiil zu beenden. Zumindest nicht mit einem von uns auf dem Thron. Er ist die schlimmste Art von Übel, eine böswillige Gier, die sich als wohlmeinendes Ziel ausgibt. So niederschmetternd das auch klingen mag, doch das war mehr Spaß, als ich seit Monaten hatte. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob das Ritual klappt. Hätte es das nicht getan, gehen wir wohl lieber einfach davon aus, dass Sagi durch den Sturm gesegelt wäre und uns trotzdem erreicht hätte. Ja, legen wir uns darauf fest. Beim Anblick von Emmerik und mir verstreuten sich die Grünschlangen wie Blätter in einer steifen Brise. Und dank Kaskas formidabler Präsenz gab der Rest seine Stellungen rasch auf. Ich achtete darauf, das Ritual zurückzuhalten, bis ich das Signalfeuer sah. Auf jeden Fall. Er ließ einen Sturm heraufziehen und versenkte drei Schiffe, um uns zu ermorden. Solange seine Anführer leben, gibt es keinen Grund damit zu rechnen, dass er aufgibt. Wenigstens sind Emmerik, Irnska und ich noch am Leben. Dank euch. Ah, schön wieder in der Stadt zu sein. Fürstin Arabelle möchte, dass ihr zum Alraunenherrenhaus geht. Ich treffe euch dort. Hier kommt unser Held. Gut gemacht, mein Teurer. Hervorragend. Wer möchte etwas trinken? Der Prinz von Windhelm gibt einen aus. Geduld, Jungchen. Wir sind vorerst sicher, doch die Schlacht hat gerade erst begonnen. Gute Arbeit, wie ihr die Allianzanführer aufgespürt und sicher von Aminos heruntergebracht habt. Ich bin stolz auf euch, mein Teurer. Fürst Bakaro und ich werden sie bald an einen sichereren Ort bringen. Danach können wir uns wieder dem Orden der Emporstrebenden zuwenden. So hat es mir Prinz Irnska erzählt. Dazu kommen wir noch. Erst einmal müsst ihr euch ausruhen. Und ich muss sicherstellen, dass unsere königlichen Gäste weiterhin sicher sind. Nehmt dies fürs Erste. Solange ich auf euch zählen kann, ist da noch mehr, wo das herkam.